Hallo, ich habe heute die langersehnte Morgenroutine für euch und ich will euch jetzt auch nicht zu babbeln. Und deswegen geht's jetzt sofort los. Mein Morgen beginnt, wie bei wohl jedem anderen auch, natürlich schlafend, bis dann irgendwann dieses nervige Geräusch des Weckers ertönt. Und das Erste, was ich da mache, ist natürlich die Schlummertaste drücken. Das kann dann manchmal auch, ja, des Öfteren passieren, bis ich mich dann irgendwann überwinden kann und endlich aufstehe. Als Erstes schaue ich meistens, ja, bei Instagram vorbei oder was mir bei WhatsApp so geschrieben wurde. Das Ganze mache ich natürlich, aber nur, wenn ich jetzt nicht wirklich sehr, sehr spät dran bin. Wenn ich dann damit fertig bin, stehe ich dann auf und wandere so langsam in die Küche, wo ich mir dann einen Schopf Wasser aufstelle. Da ich zurzeit nämlich sehr gerne Chai Latte trinke, da trinke ich ganz gerne diesen von Krüger. Das ist einfach so ein Pulver, quasi wie Cappuccino, einfach, dass es halt nur Tee ist. Und das gebe ich dann in meinen Thermosbecher. Das Ganze trinke ich nämlich meistens einfach auf dem Weg. Wenn ich morgens allerdings etwas mehr Zeit habe, mache ich mir ganz gerne auch einen Milchshake. Das ist meistens ein Bananenmilchshake, einfach mit Bananen, Haferflocken. Und was bei mir natürlich nie fehlen darf, ist Zimt. Ich bin nämlich absolut kein Mensch, der direkt nach dem Aufstehen frühstücken kann. Deswegen mache ich mir immer ganz gerne so einen Frühstücksshake. Den kann man nämlich auch einfach super auf dem Weg trinken. Zurzeit mache ich ganz gerne in meinem Milchshake noch etwas Karamell. Und wenn ich dann in der Küche fertig bin, gehe ich auch schon ins Badezimmer. Da putze ich mir als Erstes meine Zähne. Und ich muss sagen, eine elektrische Zahnbürste ist um einiges bequemer als eine normale Zahnbürste. Und das Coole an dieser Zahnbürste ist, dazu gibt es eine passende App. Da könnt ihr genau sehen, wie lange ihr euch die Zähne putzt. Und diese App zeigt euch auch an, wenn ihr zu starken Druck ausübt. Danach wasche ich natürlich zuerst mein Gesicht und dann fange ich einfach an, mich zu schminken. Als Erstes trage ich dann meist einfach einen Concealer auf, um meine Augenringe abzudecken. Danach geht es weiter mit meinem Lieblingsbronzer von Rival de Loupe. Dann kommt mein typischer Lidstrich. Wenn ich dann noch Lust habe, dunkle ich die Augenwinkel etwas mit einem hellen Braun ab. Und dann darf natürlich nicht die Wimperntusche fehlen. Zu guter Letzt benutze ich, aber auch nicht immer, ganz gerne einen Nude-Lippenstift. Und dann komme ich auch schon zu meinen Haaren, je nachdem, entweder lasse ich sie offen, lasse sie einfach im Dutt oder ich zeige euch jetzt eine Frisur, die ich zurzeit ganz gerne mag. Da mache ich mir als Erstes seitlich einen Zopf. Ich zupfe mir immer ganz gerne vorne noch so ein paar Strähnen raus. Dann teile ich diesen Zopf quasi und ziehe durch dieses entstandene Loch meinen Zopf hindurch. Und dann zupfe ich mir das Ganze einfach immer noch zurecht. Das kann man ganz gut. Vor allem, dass der Oberkopf einfach etwas mehr Volumen bekommt. Und
Und das gleiche mache ich dann einfach noch einmal. Hier könnt ihr das Ganze noch mal etwas besser erkennen. Also es ist wirklich super, super einfach. Dann geht es für mich auf die Suche nach dem perfekten Outfit, was bei mir auch des Öfteren mal etwas länger dauern kann, weil ich mich einfach nie entscheiden kann, was ich anziehen möchte. Und wenn ich dann irgendwann ein Outfit gefunden habe, wo ich der Meinung bin, dass es mir an dem Tag gefällt, dann ist es meistens einfach eine Jeans, zurzeit meist meine Lieblingsjeans von Bershka, dann ein einfaches Top oder ein Shirt und da es ja leider nicht mehr so warm ist, natürlich auch noch eine Jacke bzw. ein Cardigan. Also eigentlich wirklich immer sehr, sehr einfach und schlicht. Ich hoffe natürlich wie immer, dass das Video euch gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!